Alright, ready to go. Sehr schön. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Mein Name ist Geraldine und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserem 27. netzpolitischen Abend hier heute in der C-Base. Schön, dass ihr alle da seid und auch ein ganz herzliches Willkommen für alle, die über den Stream zuschauen. Ich mache mal die Anmoderation heute so ein bisschen gemischt, Englisch-Deutsch, weil wir auch ein sprachlich gemischtes Programm heute Abend für euch haben. We have three talks prepared for you today. First up, Marcus is going to speak about the digitale agenda, the German digital agenda, and give that a quick review. And then Patrick is going to speak to us about an overseeable surveillance talk. And last but definitely not least, we're super happy to welcome tonight Renata Avila-Pinto, who's going to be talking to us about Latin American surveillance states. And so the first two talks are going to be in German, and then the last talk is going to be in English. And following each talk, we're going to have time for questions and answers. We're video streaming the event, as I already mentioned, and there are also maybe pictures taken. So please be aware of that in case you want to say something and you don't want to be seen on camera. That archway that you see back there is the best way to stand. And yes, and afterwards I hope, of course, that you're all going to stick around and have a couple of beers with us. And now I'm going to switch back into German. Und ja, möchte als erstes gleich an Markus übergeben, der ja spricht zur digitalen Agenda der Bundesregierung und die durchläuft er mal im Beta-Schnelltest. Bitte schön, Markus. Hallo, super. Ja, willkommen zum 27. netzpolitischen Abend. Ich werde eine kleine Einführung geben in die digitale Agenda. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Medien schrieben schon von einem Masterplan für die Netzpolitik aufzusetzen, einen Prozess, ein Regierungsprogramm zu verkünden, um Deutschland fit fürs digitale Zeitalter zu machen. Man kann natürlich ein bisschen sarkastisch sagen, 15 Jahre zu spät, aber wir sagen auch besser spät als nie. Diskutiert wurde viel. Jetzt gibt es die ersten Auflagen. Lustigerweise sind die ersten Versionen schon geleakt. Vor 3 Wochen lasen wir im Handelsblatt, dass es wohl eine Vorversion geben sollte. Eine Stunde später hatten wir sie dann auch und haben sie auf netzpolitik.org gestellt. Lustigerweise gab es dann nochmal eine neue Version vor einer Woche. Die haben wir dann auch sofort vor dem Handelsblatt online gestellt und konnten auch schon so verschiedene Änderungen feststellen. Und die digitale Agenda soll jetzt voraussichtlich am 20. August vorgestellt werden. Das ist zumindest der Plan, wobei das wiederum ein bisschen schwierig zu definieren ist, weil man liest immer verschiedene andere Daten. Also es kann auch sein, dass noch die Veröffentlichung in den Herbst gerückt wird. Eigentlich sollte diese digitale Agenda auch schon viel früher vor der Sommerpause festgestellt werden. Man fragt sich, wenn man das Papier tatsächlich liest, warum das so lange dauert. Aber ist nun mal halt so. Grund dafür sind unter anderem diese 3 Personen. Die Bundesregierung hat sich dagegen entschieden, einen Internetminister einzurichten und hat stattdessen einen Triumvirat eingerichtet. Golem.de schrieb auch von den 3 von der Tankstelle, als sie hier auf der CeBIT quasi die digitale Agenda vorstellten. Dass es 3 Minister sind, hat nicht unbedingt was mit Logik zu tun, sondern dürfte vor allen Dingen damit zu tun haben, dass 3 verschiedene Parteien diese große Koalition bilden. Das ist zum einen die CSU auf der linken Seite mit Internetminister Dobrindt, der quasi als Verkehrsminister zuerst als Internetminister ausgerufen wurde. Man weiß nicht so genau, ob er sich selbst hat ausrufen lassen oder andere ihn ausgerufen. Auf jeden Fall als das Verkehrsministerium auch zuständig für digitale Infrastruktur quasi gebildet wurde,
wurde ihm der Breitbandausbau beigefügt, ohne Geld. Und seitdem gilt er als Internetminister, aber er hat eigentlich keine Hausmacht. Also die Personen, die im Verkehrsministerium für Netzpolitik zuständig sind, kann man wahrscheinlich immer noch an 2, 3 Fingern abzählen. Wir haben im Spiegel gelesen, dass dort noch eine neue Abteilung namens Digitale Gesellschaft gegründet werden soll mit möglicherweise 40 neuen Mitarbeitern. Aber wir haben noch nicht gehört, dass es tatsächlich auch was geworden ist. In der Mitte haben wir die SPD, vertreten durch den Wirtschaftsminister Gabriel. Wirtschaft hat immer schon sehr viel mit Internet zu tun gehabt, unter anderem auch, weil da das IT-Recht untergebracht ist. Herr Dobrindt wollte das haben, hat aber dann nur das IT-Recht für den Breitbandausbau bekommen, so eine Unterabteilung quasi. Der Rest bleibt halt bei Gabriel. Und ganz rechts lächelnd unser Innenminister, Thomas de Maizière, der halt auch für viele Sachen zuständig ist. Jetzt wurde das Ganze auf der CeBIT präsentiert, das ging ein bisschen nach hinten los, sie haben zu spät angefangen und irgendwann sahen alle im Livestream nur noch, bitte schmeißen Sie Geld rein, was sozusagen ja, ein Symbolfoto für quasi einen leicht verkorksten Start geworden ist. Auf jeden Fall gibt es 7 Handlungsfelder, mittendrin waren wir auch mal erwähnt, im neuesten Leak haben wir festgestellt, dass das Kapitel 4 namens Digitale Gesellschaft umgeändert wurde in digitale Lebenswelten in der Gesellschaft gestalten. Jetzt muss man sich so vorstellen, das scheint eine hochkomplexe Sache zu sein, wer ist für was zuständig. Wir haben das mal nachgefragt, weil auf der CeBIT hieß es dann auf einmal, Verkehrsministerium meinte, wir sind für Arbeitsgruppe 1 zuständig. Dann fragten wir nach, wer ist denn für die anderen zuständig? Und dann kriegten wir dann erstmal von allen Ministerien erstmal Infos, wir sind dabei und dabei und dabei. Und dann hieß es auf einmal vom Wirtschaftsministerium, haben Sie eigentlich alle angefragt? Als wir dann ehrlich am Telefon meinten, ja, gab es dann eine koordinierte Absage von wegen, wir haben das noch in Planung, ist noch überhaupt nichts fest. Da fühlten wir uns so ein leicht wenig das Licht geführt, weil andere Ministerien uns schon klar meinten, wir sind dafür zuständig und dafür. Aber das zeigt auch so ein bisschen das Chaos, was Methode hat, was uns verkauft wird als, es ist ein Querschnittsthema, deswegen gibt es keinen Internetminister. Aber wir haben im Endeffekt ja ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Abteilungen in unterschiedlichsten Ministerien, wo vollkommen unklar ist, wie die sich koordinieren, ob die sich überhaupt koordinieren. Wir haben sehr viel sicherlich auch Eifersuchtsdramen in der Regierung, wer jetzt für was zuständig sein darf und wer bei welchem Thema im Rampenlicht steht. Und das zeigt sich auch eigentlich in dieser ganzen digitalen Agenda, wofür sie halt ein Jahr gebraucht haben, fast um auf jetzt mittlerweile, ich glaube, 38 Seiten etwas aufzuschreiben zu den 7 Handlungsfeldern. In der neuesten Version werden 3 Kernziele, also im Executive Summary, werden dann halt so irgendwie erklärt, worum dreht es sich. Wachstum und Beschäftigung, ganz viel ist die Rede von Industrie 4.0. Allein im ersten Einleitungsabsatz wird erklärt, dass man halt zukünftig am offenen Herzen Operationen übers Internet durchführen wird. Finde ich noch ein bisschen bedenklich und ein bisschen kritisch. Vor allen Dingen hat das so sehr lustige Implikationen fürs Versicherungswesen. Was ist, wenn da was schief geht und so weiter. Aber Industrie 4.0, das ist halt das, was Bitkom als IT-Hauptlobbyverband irgendwie immer verkaufen möchte. Ja, sicherlich auch sinnvoll, um die Industrie ins digitale Zeitalter zu bringen, aber seitdem reden alle noch von Buzzword-Bingo. Zugang und Teilhabe ist sozusagen das Ganze, was halt die Bundesregierung uns verkauft als mehr Breitbandausbau. Hätte man auch früher machen können, hat man aber leider nicht. Deutschland ist, glaube ich, auf Platz 16 von 28 oder 29 europäischen Staaten. Was so den Breitbandausbau betrifft, also jeder, der mal 5 Kilometer nach Norden fährt, wird feststellen, dass es in vielen anderen Ländern schnelleres Internet gibt. Auf jeden Fall, das ist halt das zweite Kernziel. Dritte Kernziel ist halt als Reaktion auf die Snowden-Affäre Vertrauen und Sicherheit schaffen. Ein Ziel, was wir auch sinnvoll finden, wo wir uns dann ja überraschen lassen, was denn genau die Implikationen sind. Da komme ich später dazu. Wer sich das Ganze mal auf Netzpolitik anschauen möchte, wir haben DIV gemacht, um die letzten beiden Versionen zu vergleichen. Da sieht man halt, dass etwas sprachlich überarbeitet wurde, dass noch mehr blumige Worte hineingebracht wurde. Was für uns mal gerne interessieren würde, wer macht eigentlich die Endredaktion? Also irgendwo muss ja in einem der Ministerien, die spannende Frage wird sein, in welchem Ministerium ein Redenschreiber sitzen, der halt dann alles, was da so zusammengewürfelt wird, in blumige Worte möglichst irgendwie chronologisch hintereinander bringen soll. Hört ihr das auch so? Ganz neue Filtereffekte. Gut.
Auf jeden Fall, um mal auf die blumigen Worte zu kommen, ist natürlich sehr viel die Rede von unsere Werteordnung basiert auf dem Grundgesetz. Auch in der digitalen Welt muss die Freiheit der Menschen gewährleistet sein. Also sehr viele Sätze sind halt Allgemeinplätze, die eigentlich jeder unterschreiben kann. Man sagt, ja, alles super, super. Ne? Könnte man mal erstmal anfangen, was gegen die NSA zu tun, gegen diese Totalüberwachung, weil wenn unsere Werteordnung auf dem Grundgesetz basiert, diese Totalüberwachung macht es garantiert nicht, aber da hören wir halt zu wenig. Und auch das Thema NSA selbst wird so ziemlich ausgeblendet. Natürlich gibt es viel zum Thema IT-Sicherheit, aber was man tatsächlich gegen diese Totalüberwachung von Geheimdiensten außerhalb von digitaler Selbstverteidigung stärken machen möchte, da fehlt alles in dieser Agenda. Aber es ist ein Prozess, das wird auch so verkündet. Also sozusagen, die Bundesregierung hat sich so auf die Verteidigungslinie sofort am Anfang so zurückgezogen. Das ist noch alles gar nicht fertig, das sehen wir, das liest man sich an, das liest man auch in dieser ganzen Agenda, dass das noch sehr steigerungsfähig ist. Und sie möchte jetzt ganz viel Dialog machen. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen, zu befürchten ist aber, dass auch diese Legislaturperiode, ebenso wie die letzte, wo es eine Enquete-Kommission gab, die dann irgendwann Vorschläge gemacht hat, dann war die Legislaturperiode wieder vorbei, dann kam die jetzige Regierung, dass wieder 2 Jahre lang gelabert wird, dann ist wieder Wahlkampf und dann wird wieder alles auf die nächste Regierung abgeschoben. Da sieht man auch so ein bisschen, die SPD macht gerade irgendwie einen riesigen parteiinternen Prozess, der eigentlich vor der nächsten Wahl fertig sein soll, damit die SPD auch endlich mal weiß, wo sie steht in dieser digitalen Gesellschaft. Das scheint jetzt alles noch nicht so zu sein, als ob man jetzt mal sich 15 Jahre damit beschäftigt hätte, sondern ja, man kann einerseits sagen, es ist ehrlich zu sagen, wir fangen jetzt mal an. Andererseits kann man auch sagen, ja, bisschen spät. Aber sie wollen den Dialog machen. Lustig ist, wenn man sich so genau hier durchliest, so, sie wollen die Zivilgesellschaft einbinden, das sind die Menschen, das sind wir. Und dann wollen sie die Vertreterinnen und Vertreter der Netzcommunity auch noch einbinden. Also sind wir jetzt Netzcommunity, sind wir Zivilgesellschaft? Ich fand das so eine lustige Nebennote. Dann gibt es die Instrumente der digitalen Agenda. Man möchte, also bisher gab es immer einen IT-Gipfel. Seit 2006. Das war immer so, Bitkom und Bundesregierung setzen sich zusammen. Bundesregierung schüttet irgendwie Förderprogramme über Bitkom-Firmen aus und Kanzlerin und Bitkom haben schöne Bilder. Und ist eigentlich immer recht belanglos geworden. Den möchte man jetzt stärken irgendwie. Man möchte diesen IT-Gipfel, der immer noch nur zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gedacht ist, stärker für den gesellschaftlichen Dialogprozess öffnen. Und deswegen möchte man jetzt in diesem Jahr über die Themen Industrie 4.0, Young IT, Arbeit in der digitalen Welt und IT-Sicherheit sowie digitaler Content reden. Was wird Bingo Galore? Aber nochmal zurück, Sie versprechen auch auf allen Handlungsfeldern, also 7, flexible und eigenverantwortliche Dialogplattformen zu gründen. Also möglicherweise werden wir jetzt demnächst auf Innenministeriums-Barcamps eingeladen und können auf unterschiedlichsten Beteiligungsformen mit den Moderatoren und Lobbyisten über irgendwas diskutieren, was dann die Politik je nachdem später eh nicht interessiert. Das war zumindest so meine leicht enttäuschende Erfahrung mit Beteiligungsinstrumenten in der Enquete-Kommission. Da gab es auch schon tolle Dialogplattformen, viel zu spät eingeführt, die aber niemanden interessierten. Ja, aber es ist wenigstens positiv, dass die Bundesregierung sich bemüht oder verspricht, einen Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen auszuweiten. Es fängt auch schon so an, dass halt diese Fragen um die Digitalisierung nur vereinzelt und innerhalb einer kleinen Gruppe interessierter Menschen stattfand. Damit sind wir wohl gemeint. Kann man auch sagen, es war nicht unsere Schuld, wenn die Bundesregierung da kein Interesse dran hat. Aber sie wollen jetzt mal mit allen reden. Und online wie offline. Also mit anderen Worten, wir werden wahrscheinlich die nächsten 2 Jahre dann sehr viel in irgendwelchen Barcamps und so weiter mit der Bundesregierung diskutieren. Es gibt auch, gibt auch Absätze, da mussten wir schmunzeln. Als wir das lasen, dass die Bundesregierung einen Steuerungskreis digitale Agenda der Bundesregierung plant, dachten wir, okay, das erklärt einiges so. Ne? Wenn man jetzt sozusagen jetzt erst anfängt, mal zu überlegen, wie kriegt man die Koordinierung hin, dann zeigt das so, ja, anscheinend haben sie es bisher noch nicht hinbekommen. Auf jeden Fall, diese 3 federführenden Minister sollen dann ihre Staatssekretäre in einen Arbeitskreis schicken und der soll dann als Steuerungskreis irgendwas machen. Wir sind mal gespannt. Kommen wir mal zu den Inhalten. Da haben wir unter anderem Breitbandausbau, sehr groß in den Medien. 50 Megabit werden bis 2018 versprochen. Andere Länder sind da ambitionierter, eigentlich alle anderen modernen Länder sind ambitionierter, aber 50 Megabit sollen erreicht werden.
wobei man davon ausgehen kann, das wird auch theoretisch erreicht werden. Also die werden halt dann notfalls alles auf LTE setzen, wo 50 Megabit garantiert funktionieren, wenn man alleine in der Funkzelle ist, aber nicht, wenn irgendwie noch die Nachbarn mitsurfen wollen und die in der Nachbarstadt und so weiter. Aber auch da haben wir die Situation, man möchte halt kein Geld in die Hand nehmen. Aber es gibt auch sinnvolle Vorschläge, wo man auch denkt, warum ist da nie einer drauf gekommen? Sie möchten jetzt mal quasi Lösungen finden, dass wenn irgendwo die Straße aufgerissen wird, dass da auch selbstverständlich mal ein Glasfaserkabel mit verlegt wird. Kann man nichts dagegen haben, fragt man sich halt nur, warum jetzt erst? Dann ist halt die Frage, wenn man kein Geld hat für den Breitbandausbau, welche Implikationen hat das? Also natürlich hätte man Geld haben können, aber das wird halt für anderes verwendet, so irgendwie, damit irgendwie Mütter mit Kindern auch zu Hause bleiben können und die Kinder nicht in die Kita schicken müssen und so weiter und dafür Geld bekommen. Aber wir sehen halt unter anderem kritisch, dass offensichtlich quasi der Breitbandausbau von der Wirtschaft finanziert werden soll und die Wirtschaft dafür wiederum investitionsfördernde Regulierung versprochen bekommt. Und das bedeutet eigentlich durch die Blume, weniger Netzneutralität zahlt den Netzausbau. Das ist eigentlich die Argumentation, die über Bitkom und Deutsche Telekom immer kam, auch in der Drosselkom-Debatte, nur wir wollen gar kein Geld und wir kriegen auch gar kein Geld. Also wir wollen nur einfach machen können, was wir wollen. Wir wollen neue Geschäftsmodelle schaffen, die auch den Verbrauchern zugutekommen und so weiter, das ganze Propaganda da drumherum. Und wenn man sich die Formulierung durchliest, steht da natürlich Netzneutralität gesetzlich verankern, aber durch die Blume oder sagen wir mal zwischen den Zeilen liest sich da so, das Best-Effort-Internet, das also, was wir jetzt kennen, soll natürlich weiterhin entwickelt werden. Das sagt auch die Deutsche Telekom, das wollen sie alle, das sagt auch Bitkom, also alle, die gegen die Netzneutralität sind. Aber sie wollen auch Spielräume zur Entwicklung neuer, innovativer Dienste schaffen, Drosselkom und so weiter, klingt das für mich, durch die neue Geschäftsfelder erschlossen werden können. Also mit anderen Worten, don't believe the hype, wenn da drin steht, wir wollen Netzneutralität fördern und sichern, dann guckt genau ins Kleingedruckte, weil das werden sie wahrscheinlich garantiert nicht machen wollen. Dann, sehr spannend, mobiles Internet kommt aufs Land, vielleicht irgendwann. Das ist auch so ein Taschenspielertrick, den die Bundesregierung anwendet. Die Telekommunikationsindustrie möchte neue Frequenzen bekommen. Ihr erinnert euch, im Jahr 2000, da gab es eine riesige Frequenz irgendwie Versteigerung. Der Staat bekam 100 Milliarden Euro oder waren es 50 Milliarden Euro und 100 Milliarden D-Mark, keine Ahnung. Auf jeden Fall Unmengen Geld für die Versteigerung der UMTS-Frequenzen. Die sind jetzt bald voll. Die Industrie setzt sich dafür ein, dass halt in der Hoffnung, dass DVB-T irgendwann abgeschafft wird oder auf DVB-T2 umgestellt wird, dass halt der 700 MHz Frequenzbereich abgeschafft wird. Und der Taschenspielertrick der Bundesregierung besteht darin, zu sagen, den Breitbandausbau finanzieren wir aus dieser Versteigerung. Allerdings, DVB-T2 scheint erst 2018, 2019 auszulaufen. Das heißt, diese heutige Bundesregierung, die nur bis 2018 im Bund in der Regierung ist und den Breitbandausbau verspricht, wird nicht in dieser Legislaturperiode an dieses Geld herankommen, was sie sozusagen verspricht, um diesen Breitbandausbau zu finanzieren. Und dann ist es auch noch unklar, ob überhaupt 2018, 2019 das stattfindet. Und man sollte auch darüber diskutieren, ob man überhaupt diese Frequenzen privatisieren möchte oder beispielsweise, das wäre unsere Forderung, Open Spectrum machen würde, also quasi diese Frequenzen ähnlich wie 2,4 Gigahertz und 5 Gigahertz quasi für WLAN bereitstellen würde, damit Freifunk, aber auch alle andere innovative WLAN-Technologien quasi mal mehr Bandbreite, mehr Spektrum bekommen könnten. Aber die Bundesregierung sieht das schon irgendwie als, das machen wir halt so, aber ja, wenn man die Entwicklung rund um DVB-T genau betrachtet, wird das nichts in dieser Legislaturperiode. Dann ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, die unsägliche Störerhaftung gehört eigentlich abgeschafft. Also Störerhaftung bedeutet, wenn man einen WLAN hat und das offen zur Verfügung stellt, dann ist man halt selbst schuld, wenn man die ganze Zeit Abmahnungen bekommt. Das ist so ein deutscher Einzelfall. In anderen Ländern gibt es diese Störerhaftung nicht, die durch ein unsägliches Bundesgerichtshofurteil mal geschaffen wurde und eigentlich nur diese ganze Abmahnindustrie begünstigt. Wir haben mal den Vorschlag gemacht als digitale Gesellschaft, welchen einzelnen Satz man im Telemediengesetz abändern müsste, damit jeder quasi ein Mini-Provider wird und ebenso wie Provider von einer Haftung ausgenommen werden soll. Aber hier soll zwar die Störerhaftung beseitigt werden, allerdings nur für
Das steht zumindest hier so drin, beispielsweise Flughäfen, Hotels und Cafés, also kommerzielle Betreiber. Das hat halt mögliche Auswirkungen beispielsweise auf Freifunk und Co., die im Moment durch alle Instanzen klagen, um mal diese Störerhaftung auf Gerichtsweg abzuschaffen. Wenn das Gesetz geändert wird, dann können sie vielleicht nicht mehr durchklagen, sondern dann haben sie halt Pech gehabt, wenn sie kein kommerzieller Betreiber sind, weil sich dann die Gesetze geändert haben. Auf jeden Fall, wir sagen hier ganz klar, Störerhaftung, wenn, weg für alle. Und was heißt wenn? Also weg für alle, aber nicht nur für Unternehmen. Dann eine spannende Sache, die jetzt in der neuesten Version in den letzten 3 Wochen reingekommen ist, wo die Urheberrechtsdurchsetzungslobby sich sehr stark gemacht hat. Es gibt hier jetzt die Forderung, Host-Provider-Privileg abzuschaffen. Und zwar, zugleich werden wir dafür sorgen, dass sich Diensteanbieter, deren Geschäftsmodell im Wesentlichen auf der Verletzung von Urheberrechten aufbaut, nicht länger auf das Haftungsprivileg des Host-Providers zurückziehen können. Dieses Ziel verfolgen wir auch auf europäischer Ebene. Nun ist es halt so, offensichtlich oder wahrscheinlich zielen sie auf One-Click-Hoster und Kim.com und so weiter. Das Problem ist, oder sagen wir mal, die Herausforderung ist, wie schafft man ein Gesetz, was für Kim.com zutrifft, aber nicht für die Wikipedia, YouTube oder sonstige Sachen. Also jeder, der eine Plattform betreibt, wo Nutzer Inhalte hochladen können, wo, sagen wir mal, gewisse Lobbys davon ausgehen, dass alles, was hochgeladen wird, Urheberrechtsverletzungen sind, wie kann man diese Trennung hinbekommen? Das wird nicht so schwierig sein, beziehungsweise wir befürchten, dass es da eine ganze Menge Kollateralschäden für unsere Plattformen geben wird. Oder dass es halt auch große Plattformen wie YouTube, wo, sagen wir mal, in der Argumentation der Rechteverwerter eigentlich ein Geschäftsmodell besteht, was auf der Verletzung von Urheberrechten basiert. Sozusagen, das ist die Argumentation von denen, dass halt YouTube und Co. verpflichtet werden, Filter einzubauen, um sofort von vornherein alles irgendwie, ja, eigentlich zu verbieten, was Leute hochladen, es sei denn, man macht ein komplexes Verfahren wie bei der Wikipedia oder so weiter. Ja, dann gibt es noch andere Formulierungen. Freie Software fördern, könnte man halt annehmen, ein Jahr nach Snowden, dass man halt jetzt mal anfängt, selbst in eigenen Infrastrukturen mehr auf freie Software zu setzen, weil sie vertrauenswürdiger, offener ist. Pustekuchen. Man verspricht nur, bei Beschaffungen der Bundesverwaltung bauen wir die praktische Hemmnisse für Open-Source-Software mit dem Ziel der Chancengleichheit weiter ab. Das ist auch ein Running Gag, was die Bundesregierung auch seit 10 oder 15 Jahren macht. Im Moment wird halt überall Microsoft bevorzugt, aber anstatt zu sagen, naja, weg mit Microsoft, durch Prism und Co. sind die nicht mehr vertrauenswürdig, sagt man halt, naja, also wir machen das jetzt mal so, dass halt das Vergaberecht dahin geändert wird, dass halt wenigstens freie Software gleichberechtigt ist. Dann nehmen die Leute halt immer noch in den Verwaltungen Microsoft, weil sie es halt gewöhnt sind. Also vollkommen falsch, hier hätte man viel weiterdenken müssen und sagen müssen, also unsere Infrastrukturen müssen vertrauenswürdig sein, müssen hinterfragbar sein, müssen offen und frei sein und nicht einfach nur, ja, gleichberechtigt neben Microsoft. Dann gibt es, also diese ganze Agenda ist voller Prüfaufträge und sollte und könnte und sonst wie. Es gibt auch einen Abschnitt, da sagt man mal ein bisschen konkreter, dass man was machen möchte. Es ist halt digitales Engagement fördern. Etwas finden wir gut. Es ist aber, sagen wir mal, von all den Themen jetzt, sagen wir mal, ein nachrangiges. Aber wenigstens muss man auch mal loben. Sie wollen nicht nur was prüfen, sondern sie wollen was machen. Natürlich steht auch wie bei allen Punkten immer die Frage, wie wollen sie es machen? Wollen sie dafür überhaupt Geld ausgeben oder wollen sie einfach nur sagen, wir machen jetzt was und machen dann irgendeine Plattform und so weiter? Das erzieht sich auch durch Medienkompetenz fördern und sonst. Man möchte prüfen, wie man auch älteren Menschen irgendwie Medienkompetenz beibringen kann und so weiter. Wo man auch denkt, einfach machen und nicht nur prüfen und so weiter. Aber okay. Dann gibt es auch Formulierungen, Deutschland soll zum digitalen Kulturland weiterentwickelt werden. Ja, vielleicht mit dem FAZ-Feuilleton oder so, lassen wir uns auch mal überraschen. Dann gibt es auch wiederum Formulierungen, da weiß man auch nicht so genau, was gemeint ist. Hierzu werden wir die Rahmenbedingungen für Inhalteanbieter weiter verbessern. Das klingt nach mehr Leistungsschutzrecht. Kann aber auch sein, dass sie jetzt Blogs fördern wollen. Wir sind ja auch Inhalteanbieter. Man weiß es halt nicht, wie bei ganz vielen Formulierungen. Da steht alles drin und nichts. Also das ist halt, diese ganze Agenda besteht aus Formulierungen, wo sich eigentlich jeder dahinter findet, aber konkret ist was ganz anderes. Es sei denn, ein Punkt, na, irgendwas muss man ja finden als Reaktion auf Snowden und Co. Deutschland soll Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden. Da freuen wir uns auch schon. Ja, die E-Mail hatten wir auch, da habe ich auch rausgenommen. Da gibt es auch eine Formulierung, die hier die Anwendung von Sicherheitstechnologien wie die E-Mail bauen wir aus, wo man jetzt nicht weiß, ob da jetzt mal Verschlüsselung eingebaut werden soll
oder wie woanders, dass man jetzt einfach mal die E-Mail flächendeckend in alle Verwaltungen reinbringen muss. Das Absurde bei der E-Mail ist ja, das wird hier die ganze Zeit irgendwie groß vermarktet und man kriegt irgendwie 20 Euro Zalando-Gutschein, wenn man die E-Mail hat. Aber man kann mit niemandem kommunizieren, weil die ganzen Verwaltungen können das doch nicht mal. Detlef Borchers, Heise-Redakteur, hat sich auch mal den Spaß gemacht zu gucken, mit wie vielen Abgeordneten er über die E-Mail kommunizieren konnte und nur mit Halina Wacziniak von den Linken konnte er über die E-Mail kommunizieren. Der Rest, also die ganzen Befürworter von der E-Mail hatten selbst keine. Aber mein Lieblingssatz ist, wir fördern Geschäftsmodelle, die Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsmaßnahmen verwenden. Da bin ich mal gespannt, ob sie es tatsächlich machen. Ne? Also ich meine, wenn das mal die Innenpolitiker mitbekommen, dann wird das garantiert sofort erstmal beerdigt. Aber das ist, sagen wir mal, eigentlich der schönste Satz, wobei man sich auch wieder fragt, ja, da bin ich echt mal auf die Durchführung gespannt. Dann gibt es wiederum Formulierungen, Verbraucherschutz in der digitalen Welt ist neu reingekommen. Fehlte auch in dem Leak von vor 3 Wochen. Dann ist ihnen wohl aufgefallen, dass sie so eine digitale Agenda ohne Verbraucherschutz gar nicht machen können. Und die Verbraucherschützer haben sich auch aufgeregt. Jetzt gibt es da halt Verbraucherschutz. Natürlich sinnvolle Sachen. Wir fördern und fordern Privacy by Design, Privacy by Default. Und dann meine Lieblingsformulierung, die neu reingekommen ist, um Rechtsverletzungen vorzubeugen, werden wir die Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer stärken und sie besser in die Lage versetzen, zwischen legalen und illegalen Angeboten im Netz zu unterscheiden. Das ist genau die Argumentation in den USA und in England für Two Strikes und Six Strikes Sachen. Wobei man auch sagen muss, eventuell könnte auch gemeint sein, dass sie jetzt iRights.info irgendwie weiter fördern wollen. Aber das ist halt wieder so einer dieser Sätze, wo alles und nichts drinstehen könnte. Es kann auch das Versprechen sein, halt Warnschilder im Netz aufzuhängen vor möglicherweise illegalen Angeboten. Dann gibt es auch so einen Witz, den wir halt diese Woche gehabt haben. Sie wollen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stärken. Die Stärkung drückt sich auch in einer Verbesserung der Ressourcenausstattung des BSI aus. Diese Woche gab es die Meldung, BSI soll eingespart werden. Oder 28 Millionen, das ist so circa ein Drittel ihres Etats. Klingt auch super, macht Sinn. Dann in den letzten 3 Wochen dazugekommen ist, Reaktion auf NSA, Geheimdienst außer Kontrolle. Wir stärken den Verfassungsschutz, unseren zweitliebsten Geheimdienst. Die bekommen auch sachgerechte Infrastruktur sowie technische Analysewerkzeuge, X-Keyscore vielleicht, um die Auswertung vorhandener Daten weiter zu verbessern und Kommunikationsmuster deutlich sichtbarer zu machen. Also mehr Überwachung wagen durch Geheimdienste, warum nicht? Man fragt sich auch, wenn der Bundesverfassungsschutz da schon drinsteht, das BSI und alle Geheimdienste außer dem militärischen Abschirmdienst, der da nicht drin vorkommt, was ist eigentlich mit dem BND? Der Bundesnachrichtendienst überwacht offensichtlich grundgesetzwidrig laut verschiedenen Verfassungsrechtlern vor dem NSA-Untersuchungsausschuss unser Internet und der BND taucht eigentlich überhaupt nicht auf. Man könnte halt sagen, wenn dann alle auftauchen oder man hat ganz andere Pläne. Ja, aber da kommen wir später nochmal zu, weil im Teil auswärtige Politik möchte man gegen den Cyber-Rüstungswettlauf vorgehen. Das hat wahrscheinlich das Auswärtige Amt geschrieben. Man glaubt, ich glaube denen auch, dass sie es machen wollen, durch eine friedliche Ausrichtung von internationaler Cyber-Sicherheitspolitik. Ja, und dann kriegt der BND erstmal 300 Millionen, um besser hacken zu können und Staatstrojaner bauen zu können. Also das ist auch irgendwie wiederum, durch diese Agenda kommen blumige Worte, die sicherlich dann von einzelnen Ministerien wahrheitsgemäß da reingeschrieben worden sind, wo aber andere Ministerien oder hier das Kanzleramt mit dem BND was ganz anderes vorhaben. Aber sie wollen auch das Völkerrecht irgendwie stärken und dass auch auf internationaler Ebene die Privatsphäre mehr gestärkt werden kann. Sinnvoll sicherlich. Frage ist, ob das so andere Staaten wie die USA und so weiter interessiert. Und die Frage ist, wie glaubwürdig sind wir als Deutsche, also als Bundesregierung auf internationaler Ebene, wenn wir in der Zeitung lesen, dass unser Bundesnachrichtendienst eigentlich dasselbe macht wie die NSA, nur mit weniger Ressourcen. Das war so ein kurzer Überblick. Die digitale Agenda ist halt noch viel weiter. Viele einzelne Punkte sind da. Wir sind gespannt, was Sie am 20. August oder irgendwann im Oktober vorstellen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Und ganz viele Punkte habe ich vergessen. Tut mir leid, wenn eure Lieblingspunkte da jetzt nicht drin waren, aber...